Hallo bei TechStage. Withings hat auf der IFA einen neuen Fitness-Tracker angekündigt. Wie die vorherigen Modelle des französischen Herstellers ist auch die Steel Age R wie eine klassische Uhr designt. Allerdings betritt das inzwischen von Nokia übernommene Unternehmen in zwei Punkten Neuland. Es gibt jetzt einen Herzfrequenzsensor und ein Display. Die Withings Steel Age R wird es in zwei verschiedenen Größen geben. Die kompaktere Version mit einem Durchmesser von 36 mm ist in Weiß und Schwarz erhältlich und richtet sich vornehmlich an Frauen. Und dann gibt es schließlich noch eine ausschließlich in Schwarz gehaltene Version, die mit einem Durchmesser von 40 mm eher auf männliche Käufer abzielt. Beide Uhren sind zu Standardarmbändern mit 18 bzw. 20 mm Breite kompatibel. Wie bei den anderen Withings-Uhren machen die Gehäuse einen gut verarbeiteten und schicken Eindruck. Und auch bei der Steel Age R gibt es wieder zwei Ziffernblätter. Das große stellt logischerweise die Uhrzeit dar, ein darunterliegendes, kleineres Ziffernblatt zeigt dem Nutzer an, wie weit er noch vom Erreichen seines Tagesziels entfernt ist. Neu ist allerdings das runde Display im oberen Bereich der Uhr. Hier zeigt die Steel Age R beispielsweise die aktuelle Herzfrequenz des Trägers, den Ruhepuls, anstehende Termine, Datum, getätigte Schritte oder Notifications vom Smartphone an. Unter der Haube bietet die Withings Steel Age R die bekannten Bewegungssensoren, die beispielsweise die zurückgelegten Schritte zählen oder den Schlaf des Trägers vermessen. Mit ihrem wasserdichten Gehäuse dient die Steel Age R auch als Tracker fürs Schwimmen. Einige Sportarten und Workouts erkennt die Uhr auch automatisch. Beim Laufen beispielsweise startet die Uhr dann auch selbsttätig die Pulsmessung. Wie gesagt, und wie es der Name der Uhr auch schon verrät, auf der Rückseite der Steel Age R gibt es nun einen Herzfrequenzsensor. Im Alltagsbetrieb liest dieser alle 10 Minuten den Puls aus und ermöglicht es so, über den Tag hinweg ein Pulsprotokoll zu erstellen. Für Trainingseinheiten ist es dann möglich, eine kontinuierliche Herzfrequenzmessung zu aktivieren. Die optische Pulsmessung am Handgelenk funktioniert erfahrungsgemäß bei allen Sportarten recht gut, die Handgelenke und Unterarme nicht übermäßig involvieren. Sprich, Radeln und Joggen sind kein Problem, Burpees und Yoga dagegen schon. Wie ihre Vorgängerinnen beeindruckt auch die Steel Age R mit ihrer Akkulaufzeit. Sie soll mit einer einzigen Akkuladung 25 Tage lang durchhalten. Richtig, Tage, nicht Stunden. Anschließend wechselt die Uhr in den Energiesparmodus und läuft weitere 20 Tage. Hier steht der Pulssensor dann allerdings nicht mehr zur Verfügung. Die Uhr trackt aber nach wie vor Aktivitäten wie Laufen und Schwimmen. Diese Laufzeitwerte gelten übrigens für etwa 3 Stunden Sport pro Woche mit kontinuierlicher Herzfrequenzmessung. Und wer andere Devices aus dem Withings-Universum nutzt, sieht deren Daten hier natürlich ebenfalls. Erfreulich ist an dieser Stelle übrigens noch, dass sich die erfassten Gesundheitsdaten auch in andere Plattformen übertragen lassen, beispielsweise zu Google Fit oder zu Apple HealthKit. Die Withings Steel Age R soll in den beiden Versionen ab Anfang Oktober über die Webseite des Herstellers erhältlich sein und kurze Zeit später auch in den stationären Handel kommen. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 190 bzw. 200 Euro für die 36 respektive 40 mm große Ausführung.